wenn die Nachbarn bis jetzt nicht angerufen haben, dann jetzt. Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge von Einfach Wissen. Ja, dieses Video ist ein sehr lustiges und es ist ein Netzfund, denn hier sehen wir natürlich, beziehungsweise hören, die Hymne von Borussia Mönchengladbach, dem Erzrivalen vom 1. FC Köln. Ja, dass diese ertönt im Rhein-Energie-Stadion, dem Austragungsort des Derbys an diesem Wochenende. Das heißt, hier tut es jedem FC-Fan in der Seele weh. Das Ganze ist natürlich auch eine kleine Racheaktion, denn es gab das Ganze auch mal umgekehrt. Das heißt, dass die Hymne vom 1. FC Köln im Stadion von Borussia Mönchengladbach gespielt worden ist. Deswegen kann man das sicherlich auch mit einem kleinen Augenzwinkern sehen. Wir schauen jetzt nochmal in das gesamte Video. Viel Spaß. Wenn die Nachbarn bis jetzt nicht angerufen haben, dann jetzt. Ja, wirklich ein unterhaltsames Video, vor allem wahrscheinlich für die Fans aus Mönchengladbach, aber ich glaube auch für den Rest der Nation sehr unterhaltsam, das zu sehen, so kleine Streitigkeiten. Ich finde das immer wieder nett. Ich weiß natürlich nicht, wie das Video zustande gekommen ist und wie sie da hingekommen sind, ob das Ganze eine strafbare Aktion war oder natürlich nur ein kleiner Scherz, das kann ich nicht nachverfolgen, aber ich finde das Ganze trotzdem recht unterhaltsam. Schreibt mal eure Meinung dazu bitte unten in die Kommentare. Was habt ihr bei dem Video gedacht oder habt ihr gelacht oder wart ihr vielleicht sogar sauer? Und ansonsten natürlich gerne nochmal die Tipps für das Rhein-Derby hier am Wochenende unten in die Kommentare schreiben. Ich tippe auch darauf, dass es wirklich ganz knapp an die Borussia geht. Ja, lass mich dabei gerne eines Besseren belehren und hoffe einfach auf ein sehr heißes und vielleicht auch ein bisschen hitziges Spiel am Wochenende. Damit sagen wir bis zur nächsten Folge und ciao.